Hallo liebe Leute, ich habe viel Post bekommen und an dieser Stelle möchte ich unbedingt Danke sagen. Nicht nur, weil es heute Thanksgiving Day ist. Und zwar habe ich einige Giveaways gewonnen und aber anfangen möchte ich mit einem kleinen Geschenk, das ich von meiner Frau bekommen habe. Das ist ein kleines Zwilling-EDC-Taschenmesser mit Nagelknipser. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank, Schatzi. Nagelknipser, Pfeile, Schraubendreher und eine kleine Klinge. Auf der anderen Seite gibt es noch eine kleine, aber abgestumpfte Schere. Ja, und jetzt komme ich zu den anderen Sachen. Das ist ein Paket von Dieter und Billy. Herzlichen Dank. Ich habe bekommen einen halbe Tasse Espresso Maker, ein paar Yum Yum Nudeln. Ich musste ehrlich sein, ich konnte nicht so lange warten. Ich habe vorher schon das Paket aufgemacht. Und die Süßigkeiten, die ich nicht esse, wegen Zucker frei, wo ich versuche, habe ich weiter verschenkt. Haben sich andere Leute drüber gefreut. Dann habe ich ein Geschenk bekommen und stellvertretend von diesem Geschenk zeige ich das. Ich habe eine ganze Box von lieben Leuten geschenkt gekriegt von diesen Teilen. Das sind Schnellanzünder mit Wachs getränkte Späne. Brenne so 5 bis 8 Minuten ein Stück. Also da kriegt man auch nasses Holz an, wenn es mal schnell gehen soll und man nicht so wie gewohnt die Sachen vorbereiten kann. Ich habe ein Paket von Tino bekommen. Ein Ofu Ni. Und stellvertretend für diesen Chaga habe ich mal nur ein kleines Stück mitgenommen, gebracht, was er mir gebracht hat. Und habe das gemahlen. In der Kornmühle gemahlen. Und da kann ich mir jetzt also ganz gut hiermit Tee machen. Oder eben auch als Zunder verwenden. Vielen Dank, Tino. So. Ah, hier im Paket von Dieter und Billy waren noch drin Karabiner. Kann man immer gebrauchen. So, und jetzt würde ich sagen, mache ich mir einen Kaffee mit dem neuen Set. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es zu Hause 2-3 Mal schon gemacht, weil es in der Anleitung so drin steht, dass man das erst reinigen soll, bevor man den ersten Kaffee selber trinkt. Und das mache ich jetzt. Also, bis dann. Und hier von Buschweivel. Und jetzt gucken wir mal, ob das nicht gleich hier lecker Käffchen gibt. Ich bin auf Einflammenherd umgestiegen, weil der Windschutz bei 2 Flammen nicht so viel gebracht hat. Aber so macht das Ding richtig Spaß, trotz starken Windes. So, und ich hatte noch was ganz vergessen. Das habe ich erst eben gemerkt, als ich ein Messer brauchte. Das Neckknife habe ich vom Pinewood CH aus der Schweiz. Und das handelt sich um das Fred Perret SNSM. Ich habe die Seriennummer, hier steht sie, 138. Es ist ein Rettungsmesser, weil es also keine Spitze hat. Ah, mein Wasser kocht gerade.
der soll jetzt einige Zeit hier vor sich hin kochen und dann noch ziehen. Herzlichen Dank, Matt, für dieses Messer. 440C Stahl mit da kocht es über. Wir schnell abheben den Deckel ein bisschen. Mit Flaschenöffner 13er, 11er und 8er Schlüssel. Das habe ich mir an die Necksache wieder mit diesen Art Nagelkopfenden gemacht. Jetzt nehme ich einen Schlüssel und drücke die flüssige Kugel gegen den Schlüssel, die sich dann losreißen, wenn sollte ich mich jemals daran aufhängen. So, verstaut, weg ist. Also gut, ich glaube, der Kaffee ist jetzt gut abgekühlt. Oh, bei mir kocht es wieder über. Also schnell mal hier. Das ist der Chaga. Kräftig. Reduziert auf eine Vierteltasse und dann halt so durchgehauen. Viel Geschmack. Vielen Dank. Liebe Leute, ich wollte mir einfach Danke sagen. Auch für eure Kommentare, für all diese Daumen hoch und auch für die Daumen runter. Ist ja immer gut für die Statistik. Für die vielen Geschenke, die ich bekommen habe, von überall. Also herzlichen Dank, Leute. Gleich ist er alle. Viel zu schnell alle. War gut. Mein Chaga hat jetzt ordentlich gezogen. Und den, oh, hier noch die Reste vom Überkochen, Aufkochen, den fülle ich jetzt ab hier. Das sieht aus wie Kaffee. Mal sehen, ob ihr das sehen könnt. Und da unten ist sowas wie Kaffeesatz drin. So, jetzt langsam gießen. Ja. Und jetzt probiere ich diese Brühe mal live. Ich habe noch nie sowas probiert. Also, Tino, der Chaga-Tee oder Chaga-Kaffee geht auf dich. Mal gucken, was ich da für Eindrücke habe. Ja, irgendwie ein bisschen wässrig. Schmeckt's. Also es sieht ja aus wie Landkaffee. Schmeckt wie so ein Muckefuck, so ein ganz, ganz dünner Landkaffee. Kann man trinken. Besser als reines Wasser vielleicht. Jetzt bilde ich mir einfach gesundheitliche Effekte ein. Also. Leute, macht's gut. Diese Community macht wirklich sehr viel Spaß und ich bin voll dankbar für euch. Und Dankbarkeit drückt sich nun mal auch irgendwie ein bisschen aus, indem man Freude hat. Also, und ciao.